Herzlich willkommen zu einem Podcast von Seibert Media. Hallo, ich wollte mal kurz den Dienst Google Übersetzer zeigen, den ich hier bei unserem Kooperationspartner Stuart Mader, der im Rahmen von Wiki Wissen gemeinsam mit uns kooperiert, ein sehr bekannter Berater aus Amerika, der hat auf seiner Website hier oben einen Bereich eingefügt, der nennt sich Google Übersetzer. Das ist jetzt hier ein englisches Dokument, das er in seinem Weblog veröffentlicht hat und in dem es jetzt hier um verschiedene Arten von Wikis geht, ist für uns gar nicht so relevant. Jedenfalls habe ich hier die Möglichkeit mit dem Google Übersetzer das Dokument in ganz viele unterschiedliche Sprachen zu übersetzen und verfügbar zu machen. Ich würde das jetzt einfach mal für Deutsch machen, drückt man hier auf Übersetzen, dann zählt das hier hoch, ging relativ schnell und dann wird hier der ganze Artikel und alles, was ich hier habe, ins Deutsche übersetzt. Wenn ich hier drüber fahre, kriege ich einen Tooltip, in dem der englische Vorschlag nochmal steht. Um es kurz zu machen, die Übersetzung ist gräuslich und funktioniert nicht richtig gut, aber das ist eine große Hilfe, wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt hier irgendjemanden, der Litauisch und so gut wie kein Englisch spricht, dann wird dem das schon sehr helfen. Ja, der wird sozusagen nicht eins zu eins den Sinn erkennen können, den das System anbietet. Trotzdem ja, es ist, denke ich, eine sehr gute Hilfe, um Mitarbeitern aus, zum Beispiel könnte man das in einem Wiki einsetzen, natürlich auch wie hier für Websites. Und hier können jetzt Chinesen vermutlich deutlich einfacher verstehen, was eigentlich gemeint ist, auch wenn die Übersetzungen nicht hervorragend sind. Aber das ist zumindest schon mal ein erster Ansatz. Ja, das wollte ich einfach mal zeigen. Und das ist sicherlich etwas, was man gerade in Intranets und vielleicht auch wie hier auf Websites häufiger in Zukunft sehen wird. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie sich diesen Podcast von Seibert Media angesehen haben. Wenn Sie das Gesehene interessiert, freuen wir uns darauf, wenn Sie unsere Inhalte bewerten, abonnieren und sich für unsere Newsletter anmelden. Sie können mich auch gerne persönlich, telefonisch oder per E-Mail erreichen. Wenn Sie mit mir in Kontakt bleiben möchten, dann folgen Sie meinem Twitter-User mseibert oder dem von Seibert Media.